Und dieses Spiel hier hat bereits der erste Angriff brandet gegen das Unten. Heute ist wichtig, dass wir in jeder Sekunde am Ball bleiben und dass ich Ihnen nur ganz schnell zwischendurch die aus. Deutschland also mit Turek aus Düsseldorf im Tor. Positive Verteidigung. Angriff auf das ungarische Tor. Über das Tor hinweg. Kopfball von Morlock und Grosic reißt die Fäuste hoch. Ich glaubte eine Ecke erkannt zu haben. Viele Zuschauer auch. Aber Schiedsrichter Link aus England, übrigens der gleiche Schiedsrichter. Wir Deutschen glauben, dass Fritz Walter Wetter ist und dass das gut für unseren Techniker Fritz und seine Kameraden ist. Sie hören an der Geräuschkulisse, dass ein deutscher Angriff rollt. Deutschlands Fußballfans haben sich aufgemacht und sind zu Zehntausenden nach Bern gekommen. Sie sehen jetzt einen Angriff der deutschen Mannschaft, der aber vom Mittelläufer Laurent gebremst. Es ist ein großer Tag, es ist ein stolzer Tag. Seien wir nicht... Unerhörte Nervenbelastung für unsere Mannschaft. Unsere Hin aufzuziehen. Rahn hat den Ball zugespielt bekommen. Der Ball prallt vom Schiedsrichter ab. Und Rahn wird von Laurent angegriffen und bleibt wieder zweiter Sieger. Ungarns Mittelläufer, der größte Spieler, der längste Spieler seiner Mannschaft, hat den Ball. Aber sein Abschlag bleibt bei Eckel aus Kaiserslautern hängen. Der zu seinem Clubkameraden Fritz Walter. Von dort zu Rahn. Rahn und Tor! Tor für Deutschland! Es steht nur noch 2:1. 10 Minuten sind gespielt. Der Schuss von Rahn aus Linksaußenposition. Im Spagatschritt warf sich Maxl Morlock aus Nürnberg in die Schussbahn und mit allerletzter Kraft schiebt er den Ball am ungarischen Torsteher Grosic vorbei in das äußerste. Fritz Walter. Fritz Walter steht in halbrechter Verbindung. Spielt den Ball jetzt zu Rahn. Rahn, wundervolle Dreierkombination. Eckel ist eingesetzt worden. Eckel, Strafraum, ungedeckt, schießt, aber er schießt Liebrich an. Von Liebrich prallt der Ball ab. Das Spiel geht weiter. Wunderbare Vorlage von Fritz Walter in die gegnerische Hälfte hinein. Und da wird Fritz in Höhe der Mittellinie zu Ottmar Walter. Jetzt noch einmal Max Morlock in Höhe des gegnerischen Strafraums. Morlock könnte sich durchspielen. Er schießt. Eckball. Heute ist es kein 3:8. Heute ist es keine B-Mannschaft. Heute spielt Deutschland stärkstes Aufgebot. Tor! Tor! Eckball von Rahn. Den Ball in die Sturmmitte hinein. May ist weit mit aufgerückt. Zieht es vor, einen Querpass aufzuziehen zu Fritz Walter. Fritz Walter zu Morlock. Morlock in die gegnerische Hälfte hinein. Schön läuft das Sturmspiel. Schäfer in die Gasse geschickt. Schäfer und Grosic. Aber die Ungarn müssen weit mit aufrücken. Jetzt heben sie den Ball in den deutschen Strafraum hinein. Schuss! Abwehr von Turek. Turek, du bist ein Teufelskerl. Turek, du bist ein Fußballgott. Entschuldigen Sie die Begeisterung. Die Fußballleistung. Toni Turek, der zwei Prachtparaden gezeigt hat. Beim ersten Mal einen sogenannten Unter. Immer wieder wird Fritz Walter eingesetzt. Er ist großartig. Fritz Walter Wetter, so haben wir alle gehofft, gebetet und haben es auch erreicht. Hoffentlich bleibt es sein Wetter. Ausball ist ausgeführt, kommt zu Fritz Walter. Der steht günstig vor dem Tor, aber zwischen Morlock. Ausgeglichen. Nichts von einer klaren Überlegenheit der Ungarn. Höchstens in den ersten 10 Minuten. Sonst spielt Deutschland mit. Auch jetzt wieder eine Chance. Schäfer müsste schießen. Abgewehrt. Und Nachschuss. Aber immer ein Eckball für Deutschland. Fritz Walter tritt ihn nach innen. Diesmal aber leider nicht. Doch der Nachschuss könnte noch Erfolg bringen. Fritz Walter hebt ihn vor das Tor. Er springt hoch. Auf dem leeren Tor. Linie, da stehen 2, 3 Spieler, 3 fallen hin. Wer bleibt Sieger? Schäfer hebt den Ball vor das Tor, aber am Tor vorbei. Und die Kampfkraft unserer Jungs stark genug ist, um den wundervoll technisch brillierenden Ungarn auch in der zweiten Halbzeit Paroli zu bieten. Und damit schalten wir für wenige Minuten zurück. Kein einziger hat von Ihnen gesagt, Deutschland. Alle anderen sagten, es ist für den deutschen Sturm, der wundervoll spielt, der in einer bestechenden Form ist. Fritz Walter, 20 Meter vom Strafraum, vom Tor der Ungarn, durch Posipal diesmal, klären in bravuröser Manier. Posipal weiter zu Schäfer, Schäfer zu Fritz Walter, Fritz Walter zu Morlock. Schäfer lässt den Ball durch, hinter ihm. Morlock, Schäfer lässt den Ball durch, hinter ihm steht Ottmar, aber Ottmar setzt sich etwas zu hart ein gegen Morlock zu Ottmar Walter, aber das Zuspiel wird ein Kopfball kommen, ist gekommen, aber abgewehrt, doch der Ball kommt zu Ottmar, der zieht es vor zu Fritz zu spielen, Nachschuss von Fritz.
Merkel zusammen den Ball geholt. Jetzt wird Fritz Walter eingesetzt, innerhalb linker Position. Fritz Walter und Ottmar könnte schießen, gibt ab zu Rahn. Rahn schießt, aber aus 25 Metern. Er hat im Zweikampf das Bein zu hoch genommen. Die ungarischen Betreuer überlegt einen Moment, spielt jetzt ab zu Rahn. Rahn sofort weitergespielt zu Morlock, der im Direktspiel zu Fritz. Fritz auch direkt zum Rahn. Fritz könnte schießen, spielt zum Rahn. Rahn schießt am Tor vorbei. Ein Ungar hatte ein Bein dazwischen. Infolgedessen Eckball für Deutschland in der 27. Minute der zweiten Halbzeit. Sechste Ecke für Deutschland, von rechts getreten. Vier deutsche Innenstürmer lauern im Ungarn-Strafraum. Fritz Walter bekommt den Ball sofort zugespielt. Überlegt, was er macht, dribbelt, könnte jetzt zu Rahn spielen. Rahn schießt, abgewehrt, ins kurze Eck, rettet von Grosic. Der Ball wäre drin gewesen. Der gleichzeitig eine Mustervorlage für Rahn ist. Rahn auf der Mittellinie spielt ab zu Ottmar Walter, der steht in halbrechter Verbindung, spielt zu Fritz. Abwehr von Liebrich, immer wieder Liebrich. Und der Applaus ist zurecht. Das Abspiel von Liebrich zu Rahn wird von Rahn weitergeleitet zu Ottmar. Ottmar schön im Querpass zu seinem Bruder Fritz, der blimmt den Ball direkt in der Luft an, stoppt ihn dann auf diesem nassen Boden in seinem Element. Spielt steil durch, aber Morlock kann nicht an den Ball kommen, denn Zacharias hat sich das Leder geholt. Und nun Zweikampf zwischen Todd und Fritz Walter. Todd bleibt Sieger, aber das nützt ihm nicht viel, denn Eckel steht dahinter, hat den Ball angenommen. Eckel dribbelt in die gegnerische Hälfte hinein, von links wandert der Ball hinüber nach rechts, unser Deutscher rechts außen. Von nach innen geflankt. Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! 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 Am rechten Flügel, im Strafraum, hat den Ball, könnte zu Fritz Walter spielen, aber jetzt spielen die Deutschen auf Zeit. Trotzdem kombinieren sie doch schön. Fritz Walter zu Schäfer. Schäfer in Rechtsaußenposition, könnte da innen flanken, schießt, aber Einwurf zugesprochen, der ist ausgeführt, kommt zu Bocic. Aus! 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 Das Spiel ist aus! Karls an Fritz Walter, den Kapitän der deutschen Weltmeistermannschaft.